Das vergangene Jahr hat uns gezeigt, dass es gerade im Medizinstudium viele Baustellen gibt. Medizinstudierende sind ein zentraler Bestandteil des Gesundheitswesens, werden aber als billige Arbeitskräfte, beispielsweise bei Formulaturen oder im KPJ, ausgenutzt. Diese Geringschätzung zeigt sich nicht zuletzt bei der Covid-19-Impfung, wo Studierende eine lange Zeit außen vor gelassen wurden. Aus diesem Grund fordern wir das Verbot von unbezahlten Praktika und Formulaturen, die Aufnahme von Praktika in Kollektivvertragsverhandlungen und die Aufstockung des medizinischen Personals. Der Personal- und Ärztemangel in Österreich zeigt umso mehr, dass ein freier Hochschulzugang gerade im Medizinstudium wichtig ist. Für Studierende aus Arbeiterinnenfamilien bedeutet der Aufnahmetest eine massive finanzielle, aber auch psychische Belastung. Wir sagen ganz klar, ein Medizinstudium, aber auch das Dasein als Arzt oder Ärztin darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen und darf nicht willkürlich sozial selektieren. Doch nicht nur die Aufnahmeprüfung ist eine finanzielle Belastung für uns Studierende. Die Lebenserhaltungskosten steigen immer weiter, die Mieten schießen ins Unendliche und Studierendenwohnheime bieten keine ernsthafte Alternative mehr. Deshalb setzen wir uns schon jahrelang für leistbares Wohnen ein, bieten Mietrechtsberatungen und Wohnrechtsberatungen und darüber hinaus fordern wir eine Mietpreisdeckelung bei Studierendenwohnheimen von 200 Euro. Außerdem muss auch klar sein, dass für Studierende von außerhalb der Zugang zu Gemeindewohnungen, zu staatlichem Wohnbau erleichtert werden muss. Wir wissen aber auch, dass Posten in der ÖH und leere Anträge nicht reichen, um diese Forderungen durchzusetzen. Es braucht endlich eine Öffentlichkeit für die Missstände, die wir Studierende erleben und für die Missstände, die gerade Medizinstudierende in dieser Krise erleben mussten. Es braucht eine Studierendenbewegung, die Druck auf Entscheidungsträgerinnen aufbauen kann. Aus diesem Grund braucht es den KSV KÖ in der ÖH.